Was na Freunde, wir machen weiter heute mit der nächsten Reaction und zwar zum neuen Song von Elias und zwar Underdog. Also sozusagen der Song über seinen, ich sag mal, Status, so mehr oder weniger. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Letzter Song, mega krass gewesen. Elias, richtig krasser Flow und so. Was soll man dazu sagen, Freunde? Produziert ist das Ganze von Young Mesh, also auch sehr krasser Produzent auf jeden Fall. Kennt man natürlich schon von ihm. Ich würde sagen, Freunde, wir starten direkt rein in diese Reaction. Let's go. Okay, Video von Fatih TV, auch auf jeden Fall sehr krasser Videoproducer. Und Dominik, keine Ahnung, den kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das jemand ist, also scheint irgendwie damit vielleicht auch generell zu Fatih irgendwie mit dazu zu gehören. Oder keine Ahnung, ja. Ich bin gespannt, let's go. Young Mesh, mach die 808. Komm, ich sag dir, wie es ist als Underdog. Guck, was hab ich zu verlieren, ey. Werde ich reich oder geh ich zurück und häng mit Jungs im... Boah, sehr nicer Beat. Klingt sehr, sehr nice schon mal. Keine Ahnung, also ich gehe mal am Anfang so ein bisschen auf den Beat ein, merkt ihr vielleicht in den letzten Reactions, aber zurzeit die Beats, egal irgendwie bei welchem Song, richtig krass, also alleine, weil sich so die Drums generell bei vielen Leuten auch geändert haben, ja, keine Ahnung, so man merkt das so ein bisschen mehr, so diesen, sag ich mal, Ami-Vibe, bei ihm natürlich eh schon immer, ganz klar, bei ihm schon immer, aber auch bei vielen anderen Leuten, deswegen, am Anfang catchen mich irgendwie mittlerweile immer schon direkt die Beats, ja, aber auch hier sehr, sehr nice, auf jeden Fall wieder, wie ich schon gesagt habe, Inhalt so ein bisschen über sein Status, so Underdog, hat er ja auch gerappt, ich sag dir, wie es ist, das Underdog. Trap-House rum, Bitch, was soll denn schon passieren, ey, ey, yeah, Newcomer des Jahres wäre untertrieben, ich hab Rapper schwitzen lassen in der Rookie-Season, Rookie. Ich hab gehört, dass sie mich draußen lieben, damals wollten sie noch Beef und plötzlich wollen sie Frieden, Mix, der war schon direkt classic. Boah, sehr nice, also wirklich, der Beat, Digga, ist wirklich einfach 1A, wirklich, ja, Video auch sehr, sehr gut, also wie gesagt, von Fatih kann man auch nichts Schlechtes insofern erwarten. Wir gucken mal ganz kurz, wie wir mal wissen. Plötzlich sind sie alle leise, Baby, rest in peace. Young Mesh. Danke, in der Videobeschreibung hier, ob hier noch irgendwas verlinkt ist, was man eventuell hier, also ich will eigentlich nur gucken, VFX, ist da eventuell was dabei hier? Nee, okay. Ich dachte schon eventuell, dass Florid auch wieder irgendwas gemacht hatte dabei. Ja, aber erster Eindruck sehr, sehr gut, ja, von ihm. Also so diese Story, die er erzählt, auch sehr nice. Lea so wie Mac and Cheese. Trotzdem weiß ich, der Shit bringt mich nicht ins Paradies. Dirk Nowitzki, 20L. Schon passiert, ey, ey. Ja, komm, ich sag. Boah, also mit den Drums muss ich sagen, ich bin gespannt, wie das Ganze auf den Boxen klingt, aber ey, mega nice, wirklich Props an ihn so, also man kann nichts Schlechtes erwarten, aber sehr, sehr nice, vom Flow natürlich sehr stabil, ist jetzt nicht so ultra schnell, also sind es keine überkranken Double Times bis jetzt mit drinnen, könnte noch kommen, aber sehr, sehr nice. Sag dir, wie es ist als Underdog. Rap aus rum, Bitch, was soll denn schon passieren? Yeah, ich musste Niggas cutten, ich musste Bitches cutten, yeah. Doch eigentlich liebe ich sie noch immer, auch wenn sie mich jetzt hassen. Und sie fragen, hast du je gedacht, es nicht zu schaffen? Doch Gott hat Besseres zu tun, als mich im Stich zu lassen. Auch nice, das kennt man schon, diese Szene, sag ich mal, die hatte er auch als Bild bei Instagram gepostet. Könnte auch sogar das, also ich glaube, es ist sogar das Cover von dem Song. Richtig nice auf jeden Fall, so hat mich irgendwie direkt an Scarface erinnert. Wie er da so sitzt. Sehr nice auf jeden Fall, so oldschool-mäßig mit diesem Schachbrettboden und so, sehr geil. Sie noch immer, wenn sie mich jetzt hassen, und sie fragen, hast du je gedacht, dass... Genau, und das hier ist ja seine Iced-Out-Uhr. Ich glaube, wie heißt die Marke? Jacob & Co. kennt man auch schon von Shindy. Der hat die gleiche, ich glaube, war auch mit Eis, oder? Doch, war auch mit Eis. Aber in Rot hatte er die irgendwie, also so rot, gelb, blau. Keine Ahnung, ich finde die Uhr ist irgendwie nice, also passt irgendwie zu ihm. Ja, ist mal was anderes. Ist ein bisschen günstiger als die meisten anderen Iced-Out-Uhren so, aber ist halt immerhin eine, die nicht jeder hat. Ja, nicht wie so eine, gut, ist eigentlich traurig, dass so, keine Ahnung, AP, Patek und so, die Iced-Out-Uhren davon Standard sind bei den Rappern, aber ja, er hat auf jeden Fall eine andere sich geholt, aber feiere ich auf jeden Fall die Uhr. Es nicht zu schaffen, doch Gott hat Besseres zu tun, als mich im Stich zu lassen. Ja, hol die Hand jetzt aus der Tasche und gib sie meiner Mom. Schau in den Spiegel. Boah, sehr, sehr nice. Guckt euch mal an, wie diese Location aussieht. Richtig nice. Auch hier so mit diesen Glaskaraffen und so. Ist einfach geil. So, wie gesagt, mich hat das übel an Scarface erinnert. Ich glaube, der hatte der nicht auch so eine Lampe auf dem Schreibtisch stehen? Aber mega nice. Also wirklich Videoprops. Ja, auch zum Beispiel da hinten, wie so dieses Licht in den Raum fällt und so. So mit diesem bläulichen, sehr, sehr cool. Frag mich, wo sie damals alle waren. Bitch, ich führe Kriegszüge so wie Genghis Khan. Wo wärst du heute ohne Rap? Wir werden es nie erfahren. Werde ich reich oder gehe ich zurück und häng mit Jungs im Trap-House rum? Bitch, was soll denn schon passieren? Ey, ey, yeah. Komm, ich sag dir, also, wie es ist als Underdog.
Warum hat es eigentlich immer so eine Verzögerung mit dem Pausieren? Ich weiß nicht, aber das stört mich immer übel. Ja, also auf jeden Fall sehr nicer Song. Die Hook davon auch extrem, extrem nice auf jeden Fall. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, so vom Vibe her irgendwie catcht mich noch mehr als der letzte Song. Der war auch schon sehr stark. Ja, Video finde ich bei dem hier definitiv auch viel besser. Also das letzte Video war jetzt nicht irgendwie schlecht oder so, aber das war jetzt nicht so aufwendig, ja, das war, ich weiß gar nicht, wer das gedreht hatte, wie gesagt, Fatih macht halt schon ein bisschen aufwendigere Videos so, das merkt man schon auch irgendwo, aber sehr, sehr cool und passt sehr gut zu ihm. Guck, was hab ich zu verlieren, werd ich reich oder geh ich zurück und häng mit Jungs im Traphaus rum, Bitch, was soll denn schon passieren? Okay, er wird, kann doch wieder gehen. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall dieses Jahr, was uns da noch so bei ihm erwartet, sag ich mal. Also albummäßig und so, was da alles kommen wird von ihm. Bin ich sehr gespannt. Freunde, schreibt gerne eure Meinung, wie gesagt, zum Song in die Kommentare. Das war die Reaction zu Elias, seinem neuen Song Underdog. Ja, lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, so rum. Ja, und wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich wieder mit der nächsten Reaction, wenn ihr Bock habt. Bis dann, Freunde. Ciao.